Wie gut ist die matte Cremepaste Goldwell Roughman 4? Kommen wir zur Verpackung. Das Produkt kommt in so einem länglichen Punktigel, der tatsächlich Vor- und Nachteile hat. Wenn man das Produkt erstmal so in der Hand hält, dann hat das auf jeden Fall einen wertigen Charakter. Der Punktigel hat Vorteile, wenn man zum Beispiel das Produkt portionieren möchte auf seine Finger. Das ist natürlich ideal. Wenn man nachlegen möchte, hat es wieder ein paar Nachteile. Aber all in all haben wir hier auf jeden Fall eine solide Verpackung. Kommen wir zum Geruch. Ich hatte das Gefühl, dass das Produkt vor Jahren einen etwas anderen Geruch hatte. Vor Jahren war das wesentlich zitrischer als jetzt. Jetzt haben wir immer noch eine zitrische Note drin. Aber das Produkt riecht wesentlich minziger, all in all aber ein schöner, frischer Geruch. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 50% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 50% leider nicht. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der Hersteller wirbt mit einem mattem Finish, mit sofortigem Halt, totaler Kontrolle und Textur. Und ob das wirklich hier drin ist, das checken wir jetzt mal aus. Meine Vollfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Ich habe meine Haare heute Morgen mit Shampoo und Conditioner gewaschen und die sind jetzt in einem trockenen Zustand. Kommen wir zur Konsistenz des Produktes. Die Konsistenz ist cremig, die Konsistenz ist weich, die Konsistenz ist genauso, wie ich mir so eine Cremepaste vorstelle. Dementsprechend funktioniert das Auftragen in die Hände auch relativ leicht. Nach etwas längerem Verreiben bekommt man das Produkt auch dann wirklich rückstandslos in den Händen verteilt und das Produkt verschwindet dann auch wirklich komplett in den Händen. Kommen wir zum Styling. Ich wusste ungefähr, worauf ich mich hier einlasse bei diesem Produkt. Dementsprechend habe ich meine Haare passend gepre-styled. Ich habe meine Haare erst etwas angefeuchtet, dann ein paar Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet und die Haare schon mal mit der Föhnbürste passend in Richtung geföhnt. Und genau das ist dann die Grundlage für das eigentliche Styling. Ich habe dann das Produkt vollständig in meine Haare eingearbeitet und ich habe dann direkt schon gemerkt, okay, das Produkt härtet relativ schnell ein. Dementsprechend habe ich dann auch nochmal die Föhnbürste dazugenommen, um einfach schon mal ein bisschen Textur in meine Haare reinzubekommen und die Haare so zu legen, wie ich sie haben möchte. Ich hatte dann später das Gefühl, dass ich einfach noch ein bisschen mehr Produkt für meine Haare brauche, weil ich mittlerweile auch wieder viele Haare auf dem Kopf habe. Habe dann einfach noch mal ein bisschen Produkt nachgelegt und später dann noch mit dem Feinkamm etwas nachgearbeitet. Heißt, an dieser Stelle kann ich auf jeden Fall ein Pre-Styling empfehlen. Meine Frisur nach dem Styling sah dann wie folgt aus. Kommen wir zum Halt. Beim Halt wird die Stufe 4 von 5 angegeben. Das passt auch grundsätzlich. Je nach Bedarf und je nach Haarstruktur kann man noch mit Haarspray nachlegen, wenn man das möchte. Kommen wir zum Finish. Das Finish ist ganz klar matt. Heißt, das Produktversprechen wird an dieser Stelle auf jeden Fall eingehalten. Kommen wir zur Austauschbarkeit und zum Preis des Produktes. Das Produkt lässt sich ganz gut aus den Haaren entfernen. Allerdings braucht ihr auf jeden Fall Shampoo dafür, um das Produkt wirklich vollständig aus euren Haaren herauszuwaschen. Kommen wir jetzt zur großen Preisfrage. Ihr bekommt 100 Gramm von der matten Cremepaste von Goldwell Roughman 4 für 14 Euro, was natürlich ein megamäßiges Preis-Leistungs-Verhältnis ist, wenn man die Performance-Punkte von dem Produkt anschaut. Die Inhaltsstoffe müssen wir an dieser Stelle allerdings ein wenig ausklammern. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist vorwiegend für Leute mit folgenden Haaren geeignet. Sehr kurz bis mittellang, normal bis dick und glatt und wellig. Wenn deine Haare das erfüllen, dann solltest du dieses Produkt einfach mal ausprobieren. Es gibt ein schönes mattes Finish. Von den Performance-Punkten ist das Produkt gut. Wenn du die Inhaltsstoffe ausklammern kannst, ja, dann probier dieses Produkt einfach mal für deine Haare aus. Ich komme zur totalen Punktzahl. Die matte Cremepaste Goldwell Roughman 4 bekommt all in all 38,5 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Box. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.